Es geht sogar vom Wegnehmen. Ja, das ist richtig gut. Hier nimmt es auch echt nicht so viel Stamina. Zeit genug Stamina hat. Und hier hat es auch mehr Leben, glaube ich, einfach. Das ist einfach auch alles nicht so schlimm ist. Oh ja, mit Glurak. Oh, er hat 4000 Leben. Super. Bisschen Move, ein bisschen Schaden, bisschen Stamina. Sehr gut. Dann leveln wir jetzt noch ein bisschen Glurak. Holen uns noch ein paar Poke-Credits und dann können wir ja gucken, ob wir uns noch irgendwas Schönes kaufen. Und maximal zweimal die Feuerattacke, dann ist es durch. Dann ist es durchgebraten, das Pokémon. Gut durch. Und es geht echt klar. Mit dem Stamina diesmal. Ja, jetzt ist es leer, aber... Oh, nicht so cool. Was gerade jetzt leer geworden ist. Ja, wird eh gleich tot sein. Okay, jetzt hast du genug Stamina. Ja, auf jeden Fall. 4000 Stamina, jetzt kann man ja ein paar Attacken starten, immer bis wir mal kurz durchschnaufen müssen. Na los, gegen Pflanzen-Pokémon. Ja, richtig gut. Glurak, willkommen im Team. Gefällt mir, macht Spaß wieder mit Glurak. Ich kann gleich wieder drauf reiten. Glurak ist toll. Nehmen wir noch mal ein bisschen Leben, genau 5000 für die Nummer sicher. Und dann geht's weiter. Wir besiegen jetzt hier alles auf der Insel, was es gibt an Pokémon. Das ist natürlich super. Und Glurak ist auch recht schnell, noch mobiler sogar als Rihorn. Oh, tot, ja. Sogar noch mobiler als Rihorn und damit können wir auf jeden Fall richtig gut Poke-Credits farmen gehen. Klar, die müssen das mal alle wieder nachspawnen, aber... Eigentlich richtig gut. Kann ich da schon weiter? Ja. Ich dem Ganzen noch ein bisschen mehr Schaden gebe, dann kann ich, glaube ich, auch einfach weiterfliegen schon genau zum nächsten und kann ihn anzünden. Sehr gut. Ja, und das nächste. Ah, die Feuerattacke ist super zum Farmen. Komm mal her. Genau, dich auch anzünden. Naja, ihr seid beide gleich tot. Perfekt. Und Glurak ein bisschen Fleisch, genau. Ist auch gut heilen kann. Hätte nämlich schon gut Hunger, der Gute. Und das nächste wegmachen. Oh, Glurak ist super stark. Jetzt kriegen wir es auch richtig gut gelevelt. Ein Wasser-Pokémon. Ein anderes Feuer-Pokémon. Aber die haben eigentlich ganz gut... Leben. Oh, auch tot? Alle tot? Nice. Das ist echt nicht schlecht. Cool. Glurak. Bist der krasseste. Töte es. Es kriegt aber auch echt gut Stamina dazu und so. Also. Und das nächste. 8. Wir sollten auf die Fleischfresserinsel und da alles anzünden. Da gibt es richtig viel, glaube ich, für. Denn da gibt es ja für die doch schon krasseren Pokémon mehr XP, beziehungsweise mehr Credits. Darum geht's ja. Und das nächste angezündet. Dass man einfach weiterfliegen kann schon. Oder? Krieg doch noch nachgereicht die Credits. Einmal erwischt und das war's. Sobald er einmal durchgekommen ist, ist Glurak... vorbei. Da gibt es richtig Schaden. Nice. Tyrantrum. Es tut mir leid für dich. Oh, was haben wir denn da oben? Galopper? Ja. Sieht schon krass aus, wenn das im Wald rumhängt. Und jetzt noch dich. Boom. 75. So, boostet irgendwie. Oh, du armes Nachtara. Es tut mir leid.
Aber es gibt halt die guten Credits für euch. Muss ich ihn nochmal anzünden, das wundert mich. Oh, da kommt noch eins. Boom. Ja, 21 Schaden. Ja. Nochmal. Das war's. Und schauend, wie kurz in der kurzen Zeit 155 Credits. Das ist super. Und es war ja noch am Leveln. Das wird ja noch besser, das Glurak. Gut. Ein bisschen schneller und wieder ein bisschen mehr Schaden. Nice. Glurak ist richtig gut. Ja, freut mich, dich im Team zu haben, Glurak. Oh, da haben wir doch heute wieder richtig viel geschafft. Glurak. Ah, richtig cool. Freut mich, dass du jetzt auf jeden Fall auch am Start bist. Ah, Zapdos. Nachthaare. Haben wir eigentlich jetzt einige. Oh, ein Kaife ist auch richtig cool zu haben. Nice. Lass mich mal auf deinen Kopf. Ja. Ich würde sagen, das ist eine coole Truppe, die wir hier zusammengestellt haben. Boom. Auch wenn es schade ist, dass Rihorn erstmal genervt vorerst ist. Und Giratina auch nur Level 1 vorhanden. Aber mit Glurak können wir jetzt einiges machen und einige Pokédollar verdienen gehen. Vielleicht sogar so viel, um uns richtig, richtig, richtig gute Pokémon zu kaufen. Ich werde jetzt erstmal hinterfliegen zur Fleischfresserinsel und versuchen, da richtig viele Poké-Credits zu farmen. Und mit den Poké-Credits versuche ich dann, die richtig seltenen Pokémon zu kaufen, die ich so nicht finden kann, aber unbedingt noch haben möchte. Hier unten gibt's Opfer. Frische Opfer für frische Poké-Credits. Gib mir dein Geld. Gib mir deine Kredite. Gib mir alle eure Kredite. Genau, eure Kredite will ich. 32. So viel habe ich noch nie gemacht. Gib mir auch deine Kredite. Und du gibst mir auch deine Kredite. Ah, das wird schwer. So nicht. So. Alles klar. Du müsstest gleich tot sein. Gib mir deine Kredite. Yep, wieder 8 Stück. Oh, läuft richtig gut mit Glurak. Da kann man richtig viele Credits rausholen. Gib mir all eure Kredite. Wenn ihr sie hinwerft, dann gehe ich an euch vorbei und töte euch nicht. Wenn nicht, dann hole ich mir die Kredite. Yep. Sag ich doch, ich hole sie mir. Ist hier irgendwas Neues? Nein. Was hat viele Kredite für mich, wenn ich euch alle anzünde? Oh, 16. 20 Credits. Du bringst auch viele Credits. Wow. Also Credit Farm, kein Problem. Glurak ist am Start. Die nehmen wir noch mit. Stirbt. Stirbt. Und du auch. Stirb. Stirb. Glurak ist der Beste. Der Beste. Genug Stamina, um darüber zu kommen. Ja, warum? Weil er der Beste ist. Der Allerbeste. Aber ich gehe jetzt darüber und werde alle Pokémon wegschnetzeln, die mir in den Weg kommen. Ja, dann gibt es richtig viele Level für Glurak und ich bekomme richtig viele Credits. Und dann schauen wir mal, was wir uns davon leisten können. Wir haben ja schon 350 Credits jetzt dabei. Von dem, was Glurak allein bis jetzt gefarmt hat. Und auch tot. Oh, Mega-Hundemann, das brauche ich noch. Ich glaube, das betäube ich da gleich mal. So, Glurak, töte Palkia. Ich brauche seine Credits, 16 Stück.
Sehr gut. So, dann bleibt mal kurz hier. Ruf neutral, genau. Und Mega-Hundemann. Level 12. Besser als kein Hundemann. Oh, das war's schon. Das ging ja easy. Dann kann man den auch auf jeden Fall mitnehmen. 413 Poké-Credits haben wir jetzt schon mit Blurak gefarmt. 413. Das ist der Hammer. Das ist der Beste. Und so. Dann bist du auch gleich gezähmt. Und wir machen schon mal weiter mit Poké-Credits farmen. Und 16 Credits. Boah, es ist super. Glurak ist der Beste. Einfach der Beste, nachdem Rihorn genervt wurde. Vorher war Rihorn der Beste. Jetzt ist Glurak der Beste. Und weggeschnetzelt. Los, nochmal. Bam, 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 bam. So viel Feuerschaden. Oh, den habe ich nicht erwischt. Doch, jetzt. Und auch erwischt. Super gut. Es läuft richtig, richtig gut. Und nochmal. Ja, Doppelfeuerschaden. Dann hat sich's eigentlich. Mal kurz was in Leben gepackt. Und ein bisschen Schaden. Das dürfte reichen, um weiter den Schnetzler zu machen. Oh, noch ein Mega-Hundemann. Welches Level hast du? Du bist höher als das andere. Gut. 36. Da muss ich dich ja mitnehmen. Da bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Oh. Noch Fleisch? Nein. Kein Problem. Er hat gerade auch kein Fleisch mehr. Weil nichts gefressen hat von dem, was wir getötet haben. Ist aber kein Problem. Oh, das war, ja, einiges an Ressourcen. Jep, Hundemann, du bleibst hier. Vorerst. Aber gezähmt. Dann sieht's auch schon wieder schlecht aus hier auf der Insel mit Pokémon. Ich glaube, ich habe sie alle ausgerottet. Dann geht's darüber, dann guck ich da drüben nochmal runter. Ich will jetzt richtig viele Poké-Credits farmen. Ach, Mann. Oh, hier ist auch ein Gehege. Was du davon? Ah, da hat auch eine schöne Base. Der wohnt genau da, wo ich gewohnt habe. Ja, ganz hübsch hier. So, dann schauen wir doch mal. Wie viel haben wir jetzt? 2874. Wir brauchen 10.000. Oh Mann, Glurak. Noch mindestens 4 Tage, bis wir das geschafft haben. Wo ist Glurak? Da hinten. Na gut, Glurak. Dann lass uns töten gehen. Wird gar nicht so leicht, müssen wir echt die ganze Population der Insel töten. Oh, ich brauche mehr Poké-Credits. Gib mir Poké-Credits. Irgendwo muss es doch hier noch Poké-Credits geben. Mensch. Poké-Credits, Leute. Bald habe ich genug. Du musst sterben. Poké-Credits. Oh, Glurak ist so stark. Damit kriegst du echt alles getötet. Das Problem sind echt die Anzahl der Poké-Credits. Am besten ist wirklich ein Knuffenser hier. Die ganze Zeit umzuhauen. Denn da kriegt man 11 Poké-Credits.
Und bei allen anderen Fass kriegt man nur 5 Poke-Credits und das ist einiges weniger. Hier, gib mir deine Poke-Credits, 11 Stück, perfekt. Naja, dann kann ich euch beide auch nochmal mitnehmen. Gut, eins haben wir und das andere auch, ja. Aber die geben halt leider nur 5 Poke-Credits. Sehr schade. Jetzt müssen wir noch ein bisschen balancen, denn es ist super anstrengend. Ich habe bestimmt jetzt hier schon 3 Stunden in Realzeit gebraucht, um auf 5000 Poke-Credits zu kommen. Und man braucht aber 10.000 für Mewtwo und 12.000 für Mew. Das halte ich für etwas stark übertrieben. Aber ich müsste auch langsam genug haben für die 5000. Also es fehlen echt nur auch ganz wenig dann. Oh, Knopfhänser. Komm her. Sollte ich genug haben. 11. Wie viel habe ich? 1271. Das sollte reichen. Cool. Sehr, sehr gut. Oh, es hat aber so lange gedauert, bis ich die alle gesammelt habe. Ich habe auch so viele Pokémon besiegt mit Glurak. So viele Knofenser, so viele andere aber auch. Ich habe immer versucht, Tyrantrum und Zoroark-Spawns rauszusuchen, wo ganz viele zusammenstehen, damit ich sie auf einmal gleich wegmachen kann. Aber du machst ja 5 Tyrantrums und Zoroarks weg und hast trotzdem nur 25 Poke-Credits verdient. Und du machst 2 Knofenser weg und hast schon 22. Das ist schon ein starker Unterschied. Aber es gibt einfach nicht genug Knofenser. Es gibt auch nicht genug Pokémon. Leider. Zumindest auf der Karte hier. So. Dann. Tun wir mal die anderen dazu. 800 und jetzt 1200 sind 5099. Wow. Das war so hart. Und trotzdem kann ich mir Mew nicht leisten. Und Mewtwo auch nicht. Espeon? Hm? So. So, wir haben Rayquaza. Wir haben Rayquaza. Ich meine, Mewtwo hat's nicht gereicht, da wird's wohl aus später zu reichen. Aber wir haben Rayquaza. Aufgepasst. Und... da ist es. Nein! Wo ist es? Ich stehe drauf. Rayquaza. Komm mal her. Right. Ja, ich kann nicht reiten. Wie cool. Wie cool ist das denn? Kannst du irgendwas? Ja, das kannst du. Dann noch eine andere Attacke. Oh, und ein super Hyperstrahl. Wie stark ist der? Oh, der ist recht stark. Also er ist nicht super stark. Kannst du auch tauchen? Also kann ich mit dir auch tauchen oder werde ich da abgemountet? Nein, 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 es ist nicht gut. Nein. Ah, ich wurde... ah, ich kann tauchen. Ich wurde nur mit Quallen betäubt. Oh, wie cool, es kann tauchen. Wie ein Garados. Und fliegen. Ich meine, es hat 5000 Credits gekostet. Aber es kann fliegen und tauchen. Eine super krasse Attacke. Oh, da sind ganz viele Garados. Oh nein, das sind zu viele. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Folgt mir, Garados, damit ihr sterbt. Folgen mir die Garados? Ja, da sind sie. Nee, das ist ein gezähmtes. Okay, da sind die ganzen Garados. Die leuchten auch ein bisschen im Dunkeln. Oh, die greifen da irgendwas an. Wow. Wow, gegen was kämpfen die denn bitte? Jetzt kommen sie. Da kommen auf jeden Fall welche. Na dann kommt mal. Oh, was, wie krass. Wie krass die Attacken sind. Wow. Und die machen Topor, okay. Wow. Okay, ich muss das hier erstmal ein bisschen leveln. Es ist dunkel, das mach mal lieber alles mal am Tag.
Ich will nicht, dass es stirbt. Es hat so viel gekostet. Ja, das machen wir alles am Tag. Ich fliege erstmal nach Hause, tu ihm was zu essen rein. Oh, der hat Hunger. Der Dude hat Hunger. Der Dude hat Hunger. Gib dem Dude was. Gib dem Dude was zu essen. Oh, 200 Schaden ist super gut. Also schadensmäßig ist das richtig vorn dabei. Ey, wie kann das denn noch leben, wollte ich gerade sagen. Hast du was gefressen? Ja. Wir haben das Fleisch. Oh nein. Leg dich doch nicht mit denen an. Okay. Kann ich die krasse Attacke auf die machen? Boah, ist das schwer zu zielen. Oh nein, sie haben es getötet. Dafür müsst ihr sterben. Eins habe ich auch geschafft, glaube ich, zu töten, oder? Hm. Aber tagsüber muss ich das unbedingt mal ausprobieren. Nachts ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Warum isst er denn das Fleisch nicht? Isst du kein Fleisch? Isst du nur Fisch? Isst du Bären? Nee. Wow, nein, nicht sterben. Okay, es heilt zwar, aber hat es keinen Hunger? Braucht es Fischfleisch? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Man sieht schlecht auf ihm. Jetzt hat es Fischfleisch. Ist es das? Oh, ist das sogar Biotoxic? Auch das ist es nicht. Kann ich es damit forcefeeden? Nein. Das ist es alles nicht. Fleisch ist es nicht. Beeren ist es nicht. Was ist es denn dann? Ist es Steine? Oder Metall? Nee. Haut? Keine Ahnung. Vielleicht muss es auch nicht essen. Boah, die Garadosse greifen das andere Garados an. Krass, wie stark. Oh, voll gemein. Die haben das Garados von dem tot gemacht. Das tut mir jetzt echt leid. Sterbt. Ich weiß nicht, warum Rayquaza Topor kriegt. So kriegt er auf jeden Fall keinen Topor, aber ich glaube, weil er Hunger hat. Oh nein, flieg weg! Warum kannst du nicht wegfliegen? War das knapp. Puh. Hm. Es heilt, aber sein Foodwert, ja, keine Ahnung. Nimmt nicht zu. Strange. Oh nein, ich will nicht, dass es stirbt. Es hat 5000 Credits gekostet. 5000. Es war voll teuer. Ich will nicht, dass du narkotisiert wirst oder stirbst. Hm. Ich weiß es echt nicht. Also landen kannst nicht. Irgendwelche... Doch, die Attacke kannst. Oh, nicht meine eigenen damit betäuben oder töten. Nee, was anderes kannst nicht. Kann nur die Attacken. Hm. Aber wenn es keine Beeren frisst und kein Fleisch frisst, was frisst es dann? Das ist doch die Frage. Ich will nicht, dass es stirbt. Es soll unsterblich sein. 114? Ja, gerade kriege ich keinen Topo hoch. 115 doch. Ja, weil er nichts zu essen hat. Ja, und was ist der? Bist du Perlen oder irgendwas anderes? Keine Ahnung. Ich könnte mal ein paar Pokémon... Boah, ist echt schwer damit zu zielen. Also,
Es ist vieles Instant-Tot, aber auch vieles einfach gar nicht so. Okay. Oh nein. Oh, Gar nicht so einfach. Rayquaza, warum bist du so extrem schwer zu lenken? Oh, und keins stirbt. Gar keins. Ich meine, okay, es kostet ihm keine Stamina und nichts. Er kann eigentlich gegen alles kämpfen, so. Oh, er kann hoch, runter, rechts, links nicht. Aber hoch, runter kann er fliegen. Und ins Wasser. Also es ist schon ein extrem cooles Pokémon, aber es macht halt extrem wenig Schaden und es heilt kaum, weil es immer nichts ist. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe einfach keine Ahnung. Ist es noch verbuggt oder so? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie viel hier so ein krasses Rayquaza haben. Warum sind denn wieder so viele Gyarados am Stissel? Oh, da steht sogar eins. Ich könnte auf jeden Fall das eine da betäuben, was da ist. Wartet. Da ist ein Kroko. Ich hole mal Glurak. Dann kann Rayquaza aus meinem Zuhause heilen. Und ich betäube einen Gyarados. Das klingt doch nach einem Plan. Denn Gyarados hätte ich auch gern. Und heilen tut es ja. Ich verstehe auch nicht, worin so ganz sein Problem ist. Heilt es? Ja, ganz langsam jetzt. Ist mein Sorgenkind, Rayquaza. Ist mein Sorgenkind. Man sieht super cool aus. Macht super viel Spaß. Das stört mich ein bisschen, dass hier mal rot drumherum ist. Ah, ist schon echt cooles Pokémon. Richtig cool. Da müssen sie aber noch ein bisschen was echt dran machen an der Mod. Oder mir verraten, was die essen. Oh ja. Na, dann geht's wieder zurück. Ich glaube, ich tue es hier neben die Base. Da dürfte ich immer dran kommen. Ah, ist echt nicht leicht, damit zu lenken. Ja. Und dann wollte ich mir Glurak nehmen und einen Gyarados tamen. Genau.